Einen wunderschönen guten Abend in der Whisky-Tube. Ich stelle euch heute wieder einen Kanister vor. Er steht hier schon so schüchtern an der Seite. Den Kanister hat ein Kunde bestellt. Thema sollte sein, als Inhalt Bacardi. Und er soll schwarz sein, innen wie außen. Und ich stelle ihn euch jetzt mal vor. Der ist außen matt schwarz. Wie er innen aussieht, schauen wir uns jetzt an. Dafür stelle ich das Handy jetzt mal runter. Jetzt fahrt er ein klein bisschen. Karussell. Sollte reichen. Gleich bin ich ganz weg. Matt schwarz. Und innen mit einer schönen Kunstleder Ausstattung. Und der wird auch nicht geklaut, denn der Aufkleber liegt bei. Mal gucken, ob es so besser zu lesen ist. Normalerweise klebe ich ihn drauf, aber diesmal habe ich es weggelassen. Und zwar sieht der Kanister so aus. Zu dem Kanister gehört ein Dispenser, ein Bar-Butler. Kommt hier rein. Und hier oben versteckt sich die Beleuchtung. Drei schöne Gläser. Auch original. Und Platz für eine Flasche Bacardi. So, stellen wir das mal ganz raus. Dann könnt ihr das jetzt auch mal richtig sehen. Mit dem Schild. Das funktioniert nachher ganz einfach. Die Flasche kommt hier drauf. Und ihr könnt die Gläser befüllen. Ich mache das jetzt mal. Ich zeige euch das mal. Anhand einer anderen Flasche. Ja, was nehmen wir denn da? Ich nehme da mal meinen Glentauchers 18 Jahre. Und das geht eigentlich ganz einfach. Stift ziehen. Flasche aufstecken. Umdrehen. Und dann läuft das hier rein. Der Dispenser ist so bemessen, dass die Flasche nachher an dem Kanister zur Not dran fällt. Dann ist das auch fest. Und dann kann man eigentlich ganz bequem sein Glas nehmen, drunter halten, oben einfach die Flasche festhalten. Und schon hat man seinen Drink. Und ansonsten lässt man es ab, man muss es nicht. Und wenn man fertig ist, ups. Hat es ein bisschen daneben rücklaufen lassen und dann könnt ihr den einfach da wieder dabei legen. Ja, das wäre der Kanister. Der geht jetzt diese Woche auf die Reise mit einer Flasche Bacardi. Eins, zwei, drei Gläsern. Dispenser, den legen wir so dabei. Zack. Und dann braucht man nur am Schluss den Kanister zuzumachen. Et voilà. Fertig ist ein Spirit-Kanister. So. Wenn ihr Fragen dazu habt, wie euer Kanister aussehen könnte, dann schreibt darunter Kommentare. Lob, Kritik, Anregungen gerne. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und ich muss jetzt hier noch leider dieses Glas hier leer machen. Das muss ich spülen und dann trinke ich das noch. In diesem Sinne, Slange.